Hallo meine Nalistas, schön habt ihr wieder eingeschaltet. Ich bin's Clarissa von Claire Beauty und es gibt wieder neuen Videocontent von mir. Vor über 2 Wochen habe ich mir meine Nägel mit den absolut gehypten Nagelfolien gemacht. Und wie ihr seht, also 2 Wochen haben die total gut gehalten und sie würden bestimmt noch 1-2 Wochen auf den Nägeln bleiben. Aber mich haben ganz, ganz viele gefragt, wie man die Nagelfolien jetzt wieder abnimmt und deshalb mache ich jetzt ein Video dazu und werde meine Nagelfolien entfernen. Wie das funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Es gibt bereits ein Teil 1 Video zu den Nagelfolien. Ich verlinke euch das hier oben. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut unbedingt mal rein, denn dort zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr die Nagelfolien richtig anwendet. Ihr werdet sehen, die Anwendung ist super einfach und das Entfernen genauso. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie schnell ihr die Nagelfolien wieder von euren Nägeln abbekommt. Zum Entfernen der Nagelfolien braucht ihr eigentlich gar nicht so viel. Ihr seht, meine Nägel sind schon ein bisschen ausgewachsen. Sie sind jetzt über 2 Wochen dran und ja, schade, aber ich möchte euch jetzt wirklich zeigen, wie ihr die Nagelfolien ganz einfach wieder abbekommt. Für das braucht ihr ein Rosenholzstäbchen. Nehmt hier ein neues, also kein gebrauchtes, denn aus hygienischen Gründen ist es besser, ein neues zu wählen. Ihr braucht eine Nagelfeile, um dann den Naturnagel wieder ein bisschen in Form zu feilen. Eine Polierfeile, damit ihr den Naturnagel polieren könnt, falls ihr keine Nagelfolie mehr auftragen möchtet. Und ein gutes Nagelöl für die Pflege. Falls ihr aber trotzdem mit der Nagelfolie weiterfahren möchtet, braucht ihr natürlich eure Lieblingsnagelfolien in der Wunschfarbe und dafür könnt ihr euch dann einfach nochmals das erste Video ansehen. Nun entfernen wir die Nagelfolien, indem wir einfach ein bisschen Luft unter die Nagelfolien geben und vorsichtig die Nagelfolie mit dem Rosenholzstäbchen ein bisschen anheben. Bitte, bitte reißt nicht die Folie ab. Das ist erstens schmerzhaft und zweitens nehmt ihr dann auch ziemlich viel vom Naturnagel mit. Also macht das wirklich Step by Step und ihr seht, es beginnt sich schon ganz einfach abzulösen. Und das macht ihr dann so lange, bis sich die Nagelfolie komplett abgelöst hat. Das Wegmachen sollte keinenfalls weh machen, also macht es sehr, sehr behutsam. Und vorsichtig, lieber ein bisschen langsamer als zu schnell. Und dann ist es auch viel, viel angenehmer, um die Nagelfolien zu entfernen. Sobald ihr genug Luft unter der Nagelfolie habt, geht das Wegnehmen auch viel, viel einfacher. Nun seht ihr meinen Naturnagel und der sieht immer noch ganz, ganz gut aus. Und jetzt mache ich das noch bei den restlichen Nägeln. So, meine Nägel sind immer noch sehr gut intakt. Das Entfernen der Nagelfolien hat etwa 4 bis 5 Minuten gedauert. Die rechte Hand ging ein bisschen einfacher, weil da noch ein bisschen Restgel unter den Nägeln war. Rechts war nur der Naturnagel. Du siehst, es hat auf beiden Seiten sehr, sehr gut gehalten. Und jetzt habe ich hier eine kleine Klebeschicht von den Nagelfolien. Und entweder kann ich jetzt die Hände waschen oder mit ein bisschen Cleaner den Kleber entfernen. So. So, nun feile ich meine Naturnägel in Form und Länge. Ich trage sie immer ziemlich kurz, von dem her hat sich die Frage bezüglich der Länge erübrigt. Aber entweder lasse ich sie dann danach einfach als Naturnägel oder ich mache eine neue Nagelfolie drauf. Ich verwende eine 180 Grit Nagelfeile und forme meinen Naturnagel. So, ich habe die Naturnägel jetzt gefeilt. Ihr könnt sie noch ein bisschen polieren, wenn ihr möchtet und dann ein bisschen Nagelöl auftragen und schon seid ihr dann fertig. So einfach wie die Anwendung war, war das Wegnehmen jetzt auch. Also ich habe circa 4 bis 5 Minuten gebraucht, maximum 5 Minuten,
und es war super easy und meine Naturnägel fühlen sich mega gut an. Also ich bin total begeistert von den neuen Nagelfolien und werde die auf jeden Fall noch weiterhin tragen. Das war's von meinem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns schon bald wieder mit einem neuen spannenden Thema. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!